Hallöchen, meine lieben Leute, groß und klein, wir spielen wieder Farm Together weiter. Leute, wundert euch nicht, warum ich jetzt weiter bin als im vorherigen Video bzw. Stream. Ich habe tatsächlich jetzt offline ein bisschen dazu gebaut, weil das echt nicht so spektakulär ist. Also nicht wundern. Ich habe ein bisschen, auch jetzt nicht viel, aber ich bin, glaube ich, Level 41. Vorhin, als wir off gingen, waren wir, glaube ich, 38 oder 39, irgendwie sowas. Aber ich dachte mir, nee, einfach nur so dick gering, das ist doch so langweilig. Natürlich geht es jetzt weiter mit der Langweiligkeit, aber ich muss immer so ein bisschen im Offstream auch immer ein bisschen dazu bauen. Sonst ist das zu langweilig. Weil ich weiß auch nicht immer, was ich groß erzählen soll und sowas, ne? Also ihr seht auf meiner Karte, da unten diesen Mittelteil habe ich dazu gebaut. Also hier dann so. Und ja, und ansonsten habt ihr eigentlich nicht so viel verpasst. Ich meine, ich bin jetzt Level 42. Wir haben ein paar Quests gemacht, haben ein paar Medaillen freigeschaltet. Okay, Salat und Tomaten brauchen wir jetzt tatsächlich. Okay, die Linsen sind zum Ernten. Questverlauf. Dann pinnen wir die an. Ihr seht, ich habe kaum Geld und ich habe kaum Diamanten. Weil wir einfach hier so dekoriert haben. Und jeder, der mich guckt, der weiß, ich bin, ja, dekosüchtig. Aber okay. Keine Ahnung, wie lange ich heute streamen werde. Boah, kann ich noch gar nicht sagen. Vielleicht eine Stunde, vielleicht ein bisschen über eine Stunde. Kommt drauf an, wie viel Spaß wir haben zusammen. Clownfische, okay. Also ich war tatsächlich so richtig, richtig pleite. Ich hatte nur noch 81 Goldstückchen da oben. Aber ja, es ist, es wird langsam. Ich habe mir zwei so Tankbuden gekauft. Okay, das ist voll, das ist voll. Wir haben auch den Roggen freigeschaltet. Das vorherige Mal, glaube ich. Ich weiß gar nicht, oder habe ich es so freigeschaltet, als ich Solo gespielt habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mega, mega zufrieden mit meiner Farm bis jetzt. Clownfisch 12 von 90. Natürlich ist das jetzt alles voll. Okay, da brauchen wir auch noch einige von denen. Und einige. Ja, da fehlen noch tatsächlich noch sehr viele. 48. Gut. Ihr braucht Futter. Moment. Futter, Futter für die kleinen Hühner. Okay, es ist genug Futter vorhanden. Ja, sorry. Ihr kriegt auch noch was. So, wir bauen hier. Ah, okay, das sind im Herbst, also dann eh gleich. Also 90 Tomaten, sage ich. 90 Salat. 90 Salatteile. Und den Rest heben wir uns da bei der Sprinkler auf für die Tomaten. Also es steckt jetzt schon echt viel Mühe drin. Hier auf meiner kleinen Farm. Gut, das passt schon. Jetzt gehen wir schnell Tanke auffüllen. Nächste Erweiterung kostet schon 3200.
So. Hier haben wir fertig jetzt endlich mal die roten Kartoffeln. Tatsächlich. Und die kleinen Kirschtomaten. Stufe 5. Jetzt machen wir endlich wieder etwas Gewinn hier. Gelbe Tomaten. Ja, komm, bauen wir es an. Wir haben endlich mal so gelbe Tomaten. So, okay, jetzt holen wir uns die Wassermelonen. Ja, das ist jetzt gerade alles voll. Egal, ich will jetzt nicht in die Stadt. Hier bauen wir gleich neue Wassermelonen tatsächlich an. Hier haben wir sie. Da. Ja, jetzt müssen wir alles wieder mit der Hand kurz anbauen. Toll. Aber ja, ich liebe schon meine Farm. Es wird langsam so von der Karte her. Aber ja, es benötigt viel, viel Zeit. Und dadurch, dass ich ja heute frei hatte, morgen wieder zeitig auf muss, aber ab Mittwoch dann in Urlaub bin, wird dann viel, viel mehr gemacht auf meiner Farm hier. Weil da habe ich richtig, richtig Zeit. Also ich muss dann eine Woche nutzen, so viel wie möglich Farm Together 2 zu bringen. So, jetzt gehe ich ganz kurz und dann nach oben. Bei meinen Schweine war ja der Tank, genau da. Genau hier. Die holen wir uns auch. Ja, yeah, wieder 60. 60. Oh! Wo kommt das denn her jetzt? Ah, Pilze sind auch voll. Okay. Ja, okay. Egal jetzt. Ah, ich kann die Tomaten jetzt anbauen. Die Tomaten, ja. So, dann los. 50. Ja, 36. Geht sich's aus mit hier mit denen? Ja, oder? Ja, ging sich gerade aus. Sehr schön. Sehr schön. Was machen meine Nüsse? Okay, da kann ich tatsächlich auch noch was mitnehmen. Okay, meine Nüsse, Birnen. Ja, Birnen sind eh fast voll. Obst. Ja, das Obst auch hier. Ich muss dann unbedingt mal zur Stadt. Pfirsichbaum. So, sonst haben wir hier noch keine jetzt. Nee, Fischer sind voll. Die warten jetzt, die Fischer. Die warten jetzt. 36 Minuten und meine Träubchen sind fertig. Was machen die Eier? Wo sind die? 185 von... Okay, gut, die warten jetzt auch hier. Und die Pilze warten jetzt auch hier. Okay, hier habe ich auch noch nichts. Gut, dann gehe ich jetzt mal zur Stadt. Denn wir haben jetzt ja einiges zu verkaufen hier. Ja, die Melonen sowieso jetzt mal. Und auch die Birnen. Ja, da hat wieder kein Geld mehr, der Laden. Okay, der hat auch kein Geld mehr. Wir zur Abwechslung, jetzt haben wir wieder Geld. Wie sieht's aus mit dem Gemüse? So ist aber genug, weil wir haben so viel. Oh, was bist du? Ne, ich habe noch keine blauen Blumendinger. Schade. Schade. Was willst du? Ja, hier hast du. Hier.
Okay. Krass. Ja, Nüsse können wir jetzt tatsächlich auch ein paar verkaufen. So, was haben wir noch? Sehr weit oben. Pilze, genau. Pilze. Und da war, glaube ich, hier, oder? Ja. Da war hier der Shop. Nee, nur eins und verbessern. Nee. Ach so, du bist doch der Typ. Du bist doch der Typ. Oh, da rennt noch irgendjemand rum. Irgendwo. Wo rennt denn der rum? Ah, da rennt mir eigentlich gerade entgegen. Mein Alter, jetzt verpiss dich hier. Da rennt, ach, da rennt da unten irgendwo so herum. Ich bin in der falschen Richtung tatsächlich. Ach, da rennt einer rum und da oben steht auch einer, okay. Ja, komm, hier hast du sowas. Perfekt, was willst du? Ja, claro. Jetzt haben wir nur noch diesen einen Typen, oder? Der gerade irgend. Ja, da was. Irgendwo jetzt hier rumsteht. Nee, dich rette ich jetzt nicht mehr an. Blumen. Ja, komm, da können jetzt auch so ein paar gelbe und rote weg. Und auch weiße. So, sehr schön. Nee, dann nehmen wir nix. Bäckerei. Ja, da lieber von den Bären hier. So, passt. Kann ich schon bei dir Obst entfernen? Sehr gut, okay. Dann zurück zur Farm. Wir haben jetzt Sachen verkauft. Alles, was so ging. Ja, jetzt erstmal hier. Oh. 15, okay. Tatsächlich am verbrauchen die mal Essen. Aber das ist so angenehm, wenn die kein Geld mehr kosten. Da ist man einfach der glücklichste Mensch auf Erden. Ja, wie süß ist der denn? Oh, guck doch mal, wie niedlich. Lachs auf 10, okay. Aber wie süß. Aber dafür habe ich jetzt gar keinen Platz, wo ich den hinplatzieren soll. So, der gute alte Salatkopf. Auf welche Ernte freut ihr euch eigentlich am meisten, die wir noch nicht im Spiel haben? Oh, ich weiß gar nicht. Ich muss mir hier gerade überlegen, welches so überhaupt noch so gibt, ne? Boah, keine Ahnung mehr. So, dann lass mich da durch, lass mich da rein. Schnell zum Tanklaster da. Okay. Jetzt können wir, glaube ich, wieder so ein bisschen. Ja, so ein bisschen was machen hier. Oha, okay. Yay, Maulbeerbaum. Roter halt, der rote Maulbeerbaum. Dass ich noch rausbringe. Fische wieder voll? Ja. Ja, genau, Bambus haben wir jetzt auch mal übrigens. Leider nur vier Stück, glaube ich, ja. Wenn mehr,
ist sich nicht ausgegangen mit meiner mageren, mit meinem mageren Geld da oben. Sieht zwar immer alles sehr viel aus, aber ja. Wie arm willst du sein, ja? Ich bin eh bald schon wieder leer mit dem Tank. Also so von Flachen her läuft es langsam so halbwegs bei uns. Das heißt es halt 3200 Diamanten zu farmen, aber nichts geht über Dekoration. Richtig, nichts geht über Deko. Birnen, zwei, okay, das geht auch. Okay. Habe ich jetzt eigentlich Wassermelonen angebaut? Die Melonen oder Wassermelonen? Doch, die habe ich mir, glaube ich, angebaut. Die werde ich mir jetzt immer anbauen, weil dann habe ich immer von diesem Zeichen was. Und Kichererbsen werden auch nicht schlecht. Also ich brauche einfach viel mehr Felder. Mit Sprinkler ausgerüstet. So, kann ich nochmal auffüllen bei dir? Oder wie sieht das da aus? Ja, besser als nix. So. Obst. Okay, oh, das haben wir auch schon wieder fast voll, das Ganze. Hier ist angebaut. Was habe ich angebaut? Ja, Wassermelon. Also da ist jetzt tatsächlich alles mit Sprinkler auf diesem Feld. Dann setzen wir jetzt was da rein. Tatsächlich. dann hierher. Yay, ich bin Stufe 35. Also wir brauchen wieder unbedingt Medaillen. Sehr viele. Also das heißt wieder Questen, Questen, Questen. Oh, da sparen wir uns wenigstens schon mal das Bewässern. So schnell gehen die Medaillen weg. mal gucken, wie viel gibt denn das bei mir? 10. Naja, 12. 16. 22 Medaillen dann insgesamt. Okay. Ja, Linsen, komm. Das geht sich wieder nicht aus. Da bleibt wieder mal ein Feld übrig, das nicht bewässert wird. Aber okay. Okay, 17 Minuten. Na, dann müssen wir halt immer auf die altmodische Art bewässern. Das wäre mal cool, wenn wir mal alle Felder tatsächlich mal so mit den Sprinkler voll hätten. Aber naja. Das wird schon noch. Das ist übrigens der neue Bereich, den ich dazu gemacht habe. Hier habe ich mir noch so ein paar Tiere hingesetzt. Tatsächlich. Okay, die sind jetzt voll. Und hier habe ich mir mal offen gelassen, links und rechts und so. Weil immer über den Zaun klettern. Und das nervt auch auf Dauer. Ja, neue Stufe. Jetzt noch da. Oh, ihr habt auch Hunger. Gleich 14. Yay, ich bin 43, meine Farm.
Mega nice. Mega nice. Ah, das sollten wir jetzt auch noch ein bisschen bewässern. So. Soweit, so gut. Das ist auch so ein neuer Bereich, den ich gemacht habe. Ich fand das echt schön, irgendwie so mit diesem, ja, mit diesem Bild da. Ich finde diese pinken Nelken und die Damaszenerosen, ich finde, das sind die schönsten Blumen, die wir zurzeit irgendwie so frei haben. Mir fehlt da wirklich dieser Beleuchtungszaun. Das muss so schön aussehen. So, auch noch hier bewässern. Ich meine, ich bewässere sogar hier, weil das so schön aussieht, ne? Ich meine, Leute, das schaffe ich was, ne? Normal bewässere ich ja nicht so, aber diese rosa Blumen. Okay, aber genug rumgelabert, ab in die Stadt. Dann wir haben wieder allerhand. Ah, das ist nur der Typ, ne? Ja, lass mich in Ruhe. Ja, die Birne müssen weg, definitiv. Gut, du hast kein Geld mehr. Fisch war, glaube ich, auch voll, ja. Fisch, du bist auch wieder voll. Auch kein Geld mehr. Keiner hat mehr Geld. Dann ab zu den Pilzen. Verbessern. 45 auf 60. Ja, komm. Ich habe mir einmal verbessert den Laden, aber jetzt verbessern wir vorerst nichts, weil sonst bin ich wieder pleite mit allem Möglichen. So, also Obst waren wir. Fisch. Ja, okay. Fisch haben wir hier auch. Wie sieht es mit dem Gemüse aus? Ja, komm, so ein paar Salatdinger können tatsächlich jetzt weichen. Okay, das reicht aber auch. Und ja, Tulpen können auch ein bisschen weg. Aber nicht alles. Nicht alles. So, Bäckerei. Nee, nicht die Bäckerei, sondern Gemischtwarenladen. Die Eierchen. Was brauche ich denn zum Upgraden hier? Ja, komm. Und ich nochmal verbessern möchte. Nee, das reicht schon. Das reicht vorerst. Süßwarenladen. Okay, die 12 behalten wir vorerst. Bäckerei. Okay, gut, wir haben jetzt verkauft fürs Erste. Moment, Obst, oder? Ah, das geht so halb in Ordnung. Mir fehlt einfach so irgendwelche Beleuchtungen hier. Wartet mal. Nee, das passt irgendwie nicht so richtig. Nee, das passt irgendwie nicht so richtig hin. Nee, das ist auch Schmarrn. Wie lange dauert es noch? 24 Sekunden. Alles klar. Holen wir uns gleich mal Sprit. Gleich mal hier. Und jetzt gehen wir mal so dann nach unten. Hier habe ich mir tatsächlich so eine kleine Reisestation schon mal ja, hergemacht. Bin ich wieder voll? Nee. Okay. Und jetzt arbeiten wir uns mal da so nach unten. Was muss ich denn noch anbauen? Quests, also. Ah, Kartoffeln. Alles klar. Kartoffeln benötigen wir. Kartoffeln. 270 Kartoffeln.
Ja, übertreib doch ein bisschen. Dann geben wir hier halt. Ne, da kann ich nicht entlang laufen, so. Dann machen wir es eben so rüber. Ja, genau, so würde es auch passen. Und machen wir nicht immer so große Felder, sondern sowas sieht auch mal schön aus. Nicht immer gleich die, was so groß sind. Ich meine, der Vorteil ist, wenn wir viel anbauen, wir brauchen weniger Gras, ne? Also. Dann zum Umpflanzen quasi. Ja, perfekt. So. Kartoffeln, Kartoffeln. Habe ich schon gesagt, Kartoffeln. Und natürlich wieder kein Sprit. Aber zum Glück kann ich da rüber rennen. Und dann können wir hier so ein bisschen irgendwie einmal Tank holen. So, das müsste reichen. Ich dachte mir, das sieht gut aus, wenn da irgendwie die Reisestation da oben ist, aber irgendwie. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich sieht's doch scheiße aus. Okay, hier. Dann da. Also kartemäßig sieht echt schon cool aus, die Farm, ne? Also finde ich schon. Bin ich auch echt stolz darauf. So, habe ich denn sonst nichts zu ernten? Nee, nicht wirklich. Alles noch nicht fertig. Dann brauche ich wieder ein paar Felder hier. Ich wollte eigentlich noch Bäume so darüber bringen. Himbeere. Und der Feigenkaktus. Hier haben wir 9. Also haben wir jetzt eigentlich von jedem quasi, naja, okay, hier haben wir keine 9. Ja, die kosten auch gerade zu viel Geld. Ah, das ist gerade ein bisschen viel alles. Ich finde das so cool, dass ich hier gleich alles offen gelassen habe. Links und rechts, da muss ich nur durchrennen. Das ist so ein Segen. Und auch da. Jetzt haben wir tatsächlich eh nicht mehr so viel für Gras und so, ne? Dann setzen wir hier auf diese Seite. Also ich brauche auf jeden Fall auch noch so richtige Blumenfelder. Aber nehmen wir erstmal Bäume. Welche nehmen wir? Nehmen wir tatsächlich auch mal einen daher. Ne, 9 von jedem reicht erstmal hier, muss ich sagen. Ja, das wird jetzt teuer. Ja, ich wusste es. Da haben wir auch 9. Ja, von den Bambus. Da pflanzen wir jetzt auch noch welchen da vorne hin. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Ah, da drüben. Okay, sind die gleich zum Ernten. Und gleich sind wir wieder pleite. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. So, was haben wir? Genau, ihr. Also die Bäume haben mich schon echt vom Ruin gerettet.
Also mir kam vor, im ersten Teil brachten die eigentlich weniger die Bäume. Aber hier ja tatsächlich. Hier haben sie mich gerettet. So. Ja, einmal gießen hier. 11 Minuten, 5 Minuten. Was für ein Unterschied das gleich ist, ne? Okay, 14 Minuten. Und du? Ja, okay, dich. Nee, dich gieße ich jetzt nicht. Ich brauche mal jetzt nicht gießen. Okay, da haben wir auch noch. Na gut, Bäume haben wir jetzt eigentlich Efeuers genug. 223, eine. Wie lange brauchen die? Eine Stunde. Also hier mit diesem kleinen Fischteich bin ich auch sehr unzufrieden eigentlich. Also da muss hier irgendwo, ja, da muss hier noch irgendwie weg. Und der passt da überhaupt nicht hin. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie weit gehe ich mit den Bäumen so nach hinten? Oder mache ich, ja, ich mache, scheiß drauf, ich mache mal so ein Blumenfeld mal hin. Tatsächlich mal jetzt, mal bis hierher. Jetzt nehmen wir die. Oh ja, das kostet gerade Kohle ohne Ende. Holy shit. 50. Na, Apfelrosen. Aber ich brauche auch mal so solche Blumenwiesen, das nützt ja nichts. Oh. Okay. Ja, das war's dann auch hier schon mit dem. Jetzt bin ich wieder pleite. Aber ja, ich brauche mal irgendwie so Blumenfelder auch. Die, was ich ja nicht dort vorne habe, das sollten eigentlich nur so Deko-Blumen sein. Aber ich will mal was so richtig zum Ernten. Das heißt, hier können wir dann wieder irgendwelche Bäume und hier dann mit Blumen. Sehr schön. Ich bin nur gerade am Überlegen, wie wir den Weg weiter gestalten. Moment, wenn ich jetzt solche. Geht bitte zu den Bäumen rüber. Nimm mir kurz die Apfelbäume und ich würde drei. Habe ich dann Abstand? Nee. Okay, das geht sich. Dann müsste ich mit dem Weg um eines rüber. Ja, schauen wir mal, wie das aussieht. Nein, das war zu viel. Um eins. Den nehmen wir. Ja, das heißt, du müsstest dann da, daher. Ja. Nein, ich will. Doch, war eh. Okay, nee, war eh in dieser, in dieser Farbe. Mir fiel gerade das Wort nicht ein. Mal von allen, jetzt werden wir hier mal so richtig nur. Der Teil, glaube ich, wird strukturiert ein bisschen. Mit dem nur Bäume und Blumen. So. Ja, finde ich eigentlich ganz okay.
Das wird jetzt natürlich wieder ein bisschen teuer. Aber egal. Egal. Aber ich bin sehr zufrieden tatsächlich mit meinem Layout von der Farm. Dann könnte ich jetzt eigentlich vielleicht die Fische mal da oben hin platzieren. Beim Blumenbeet. Oder auch nicht. Oh ja, mir fehlen Beleuchtungen. Einfach Beleuchtungen, richtig schöne. Nicht diese Straßenlaternen, das ist nicht das, was ich möchte. Sondern einmal nach oben. Ha, du sollst das verbinden, hallo? Okay. Wie sieht denn das aus? Ja, okay. Sieht eigentlich ganz gut aus. So viel Geld hatten wir eigentlich, ne? Dann sind wir wieder pleite. Hallöchen, Bienchen! Na, alles fit? Wie war dein Tag? Dein Abend? Dein Nachmittag? Ja, sieht... Ja, ich bin eigentlich zufrieden damit. Außer, dass mir jetzt die Blumen da drüben fehlen, aber... So. Gut. Die werden jetzt immer geerntet, die da drüben. Ach, alle sind so fleißig am Dekorieren, ja. Ich habe einiges im Offline-Modus gemacht. Als ich aufging, war ich, glaube ich, 38 oder so. Aber ich musste mal, weil immer nur Deko, das ist zu langweilig fürs Zuschauen, weil einfach nichts passiert. Es ist halt, ja, so durchgehend labern, wenn man im Deko-Modus ist und generell irgendwie, es ist schwierig. Macht ja. Ja. Ich gehe zuerst aufs Dekorieren tatsächlich. Und mach nebenbei ein paar Felder, aber jetzt so riesige Felder mache ich jetzt auch nicht. Kann ich was anbauen? Ja, wir nehmen jetzt diese Kichererbsen hier. Ach nö, warum muss jetzt mein Tank leer sein? Ach stimmt, ich habe da unten eh. Moment. So. Dann laufen wir schnell da hinüber. Also man kann halt nicht so viel labern beim Farmspiel ununterbrochen. Weil es passiert halt nicht so Spannendes. Wo habe ich jetzt meine Kichererbsen hingebracht? Ah, da sind sie. Ja, da sind sie ja. Okay, gut. Dann gießen wir mal die kleinen Schweinchen hier. Also ich habe fleißig schon Terraformen gemacht. Und ja, ich bin echt stolz, muss ich sagen. Warte, der Fisch da, dieser Teich, der geht mir so am Arsch gerade. Nee, du musst ihn woanders ziehen. Ich weiß noch nicht wohin, aber du passt da definitiv nicht her. Ich überlege gerade, wo ich das hinpflanzen könnte. Vielleicht irgendwo, also ich weiß nicht, vielleicht da oben. Ich habe 27 davon. Vielleicht hier. Hierher.
Oder doch da? Ja, dann sollen die da rein einfach und passt schon. Noch 10, 7, Ja, dann sollen die da oben einfach herumschwimmen. Ja, dann soll die halt hierher. Ja, da geht eh noch was. Habe ich noch einen? Nee, okay. Jetzt nehmen wir wenigstens ein so ein und noch so ein. Von diesen weißen Doktorfischen. Okay. Die sind zum Ernten da drüben. Was macht mein Gemüse? So viel habe ich auch nicht mehr. So viel haben wir auch nicht mehr. Also euch nehmen wir auch mit. Alles klar. So. Kartoffeln und sowas ist noch nicht fertig. Was ist denn nicht fertig? Ah, tatsächlich da oben irgendwas. Hier habe ich tatsächlich nichts angebaut. Warum habe ich keine Kartoffeln hier drüben noch angebaut? Ich habe noch viel zu wenig Kartoffeln für die Quest. Alter Schwede. Ja, dann musst du halt weg. Ah, die Tomaten sind fertig. Gut, dann machen wir hier halt alles mit Kartoffeln voll. Yay, wir haben wieder 2 Medaillen. Also meine Farm ist alles andere als strukturiert und ja, alles andere als das. Okay, Kartoffeln habe ich tatsächlich jetzt genug. Dann nehmen wir hier den Roggen und bauen den mal hierher. Hier habe ich ja noch 2 Tanks drüben stehen. Warum hole ich mir den nicht? Ein zumindest. Perfekt. So, dann schnell dann nach hinten. Und hier bauen wir auch nochmal Roggen an. Nee, nicht die Zucchinis. Die möchte ich. Einmal Roggen, bitte. Okay, jetzt bin ich pleite gegangen. Ach, mein Gott. Braucht ihr auch schon wieder so viel Futter? Also ja, sie kosten zwar kein Geld mehr, aber das geht ganz schön ins Gemüse rein. Aber das ist was fertig. Yay, Linsen sind fertig. Jetzt kann ich mir noch einen Sprinkler da unten hinbauen. Sehr schön. 153. Gut, dann bauen wir gleich mal einen daher. So. Dann haben wir hier auch schon mal einen. So, jetzt habe ich eigentlich die hier alle schon mit Sprinkler voll, glaube ich. Ja, tatsächlich. Und natürlich, die sind wichtig. Für Geld und Co. Ah, dann nehmen wir jetzt keinen Traktor. Ah. Ist das? Ja, Orangenbaum. Sehr gut, sehr gut. Ah, der braucht so lange, bis der levelt, dieser Baum. Pfirsich, ja. Du kommst auch her. Und ohne Tracker.
So, welche Quests habe ich jetzt? Linsen, ja, das. Das Austria-Huhn. Clownfische, ja, okay. Und Kartoffeln. Ja, nehmen wir mal. Finden wir mal die an. Dann nehmen wir tatsächlich hier wieder, würde ich sagen. Ja, komm. Bauen wir hier wieder Linsen an. Dann haben wir hier immer Geld liegen. So, perfekt. Okay. Fische sind nicht voll. Sehr gut. Vielen lieben Dank fürs Folgen, Kathi. Dankeschön. Vielen Dank. Ich war gerade abgelenkt. Gar nicht gemerkt. Dankeschön. Jetzt brauche ich auch noch... Irgendwie brauche ich jetzt Gemüse. Ist sonst irgendwas fertig? Ah, da oben tatsächlich irgendwo beim Teich oder so. Ah, da oben ist irgendwas fertig. Irgendwas war da oben. Genau. So, ich nehme wieder 3. So, was haben wir denn noch? Ach so, das waren sicher wegen denen. 38 von 40. Schön. Ist sonst noch irgendwas? Ja, da unten die Fische. Wie viele Eier habe ich eigentlich? Okay, da geht noch was. Da geht noch was. So, perfekt. So, dann gehen wir jetzt ab nach unten. Wie lange braucht der noch? 48 Minuten. Was ist in 48 Minuten fertig? Ja, komm, Zucchini, her damit. Dann setzen wir dich hierher, damit wir wieder an Gemüse kommen. So, ohne Tracker. So, hier und da. Perfekt. Ihr habt Essen. Ihr auch. Und ihr wahrscheinlich auch, ja. Dann nehmen wir hier noch den Apfelbaum mit. Für sehr viel Obst und Co. So, ja, ist natürlich jetzt schon wieder voll. Linsen sind auch wieder fertig. Yay, ich habe wieder 6 Dings bekommen. Und ich habe gesehen, wir haben gerade eine neue Quest. Ah, was wollen Sie denn dieses Mal von uns? Clownfische, die hier. Ja, da brauche ich mehr Forellen. Da brauche ich mehr Forellen. Nehmen wir mal gelbe Paprika. Na, geht sich das aus? Knapp. In einer Stunde sind die Paprika fertig. So weit, so gut. Schnell jetzt da hinüber noch den anderen Tank holen, der hier versteckt steht. Was macht Zitrone und Co? Ja, okay, dann schnell mitnehmen, wenn wir in die Stadt gehen. Alles einsammeln hier, was geht. Das lassen wir. Ich nehme jetzt nur die 3x3 Dinger. Das war jetzt nicht 3x3, überhaupt nicht. Was ist da noch fertig? Ah, die Apfelbäumchen. Okay, das sind jetzt schon voll. Das nehmen wir jetzt nicht. Dann ist das Verschwendung. Oh, ihr seid auch sehr schön. Clownfische, yeah. Forelle, okay, ich brauche eindeutig mehr Forellen anscheinend. Und ihr seid auch fertig. Sehr schön. Dann bauen wir hier gleich wieder die Trauben an.
Tafeltrauben, die sehen so schön aus. Okay, im Sommer. Okay, dann bauen wir die eben jetzt nicht an. Also mehr Forellen brauche ich. Okay. Forelle, waren die nicht so teuer? Die Forellen. Ja. Ja, scheiße, Mann. Brauche ich viel mehr davon. Ist das wieder mal gerade belastend? 19, wenigstens 20. Nee, das möchte ich jetzt nicht so angegrenzt haben. Ist hier noch irgendwo Platz für Fische? Aber ich glaube, ich habe alles schon vollgebaut hier. Na, 20 müssen genügen, egal. Egal. So, was haben wir noch? Okay, jetzt ab in die Stadt. Zuerst mal zum Obst hier. Und Birnen. Zitronen können. Ja, okay, da hat keine Kohle mehr. Dafür hast du jede Menge. Sehr schön. Wie sieht es hier aus mit Blümchen? Nee, dann nehmen wir nichts. Ein Gemischtwarenladen. Ja, Eier habe ich genug, komm. Und auch von dem hier haben wir noch eigentlich relativ viele. Wie sieht es mit dem Fisch aus? Genau. Fisch war auch ja schon voll. Und der tatsächlich auch. Jetzt müssen wir wieder natürlich warten. 10. Haben wir wieder Quests hier irgendwo? Doch, da oben, bei mir, oder? Ja, was willst du denn? Oh, ja klar. Ich habe Marmelade bekommen schon. Noch irgendwas? Ah, da unten sind noch welche. Pilze. Perfekt. Jetzt konnten wir die endlich auch mal so richtig verkaufen. Wo bin ich? Ja, toll, jetzt rennt der. Da hinten rennt er rum. Ich sehe es von da hinten. Dude, bleib stehen. Ja, kannst du haben. Kannst du haben. Was haben wir noch? Auf der anderen Seite. Ah, okay. Da rennen noch einige rum. Ah ja, ich sehe schon das eine da vorne. Bleib stehen, renn nicht weg. Ja, hier hast du. Und da vorne steht auch noch einer. Nein, bitte, dich möchte ich. Boah, da haben wir Glück, dass wir Marmelade gehabt haben für die Medaillenquest. Gut, ab zurück zur Farm. Das war nice. irgendwas fertig schon wieder hier? So, dann hier. Sonst dann noch nichts. Ja, ihr schon wieder da drüben. Ach ja, das seid ihr. Ja gut, ihr bringt Geld, jede Menge davon. Ihr dürft, ihr dürft fertig sein. Wie sieht's mit dir aus? 9 Minuten. Ach so, es ist genug Futter vorhanden. Oh. Okay, jetzt brauche ich langsam Mais und sowas. Okay, Meron, bist du bald fertig? Ha, du brauchst noch sehr lange. -3. Du tust mir leid, geh doch rein zu deinen Freunden hier. So.
Jetzt brauche ich Mais und sowas, ne? Aber schnell, schnell, schnell. Oder springen. Ja, nehmen wir das Maisfeld, was da vor uns liegt. Ja, komm, nehmen wir das hier als, nehmen wir das hier einfach. Nehmen wir einfach das. Dann haben wir auch mal Mais. Wie sieht es denn mit Salatding aus? Na, da haben wir auch nicht mehr so viel. Da haben wir auch nicht mehr so viele. So, hier hatte ich ja die, ja, dauernde Traum. 6 Stunden. Sprinkler. So, wo gebe ich die jetzt am besten hin? Na, setzen wir einen hier rein. Jetzt können wir am nächsten schon anfangen, auch hier mal Sprinkler zu setzen. Zwar jetzt noch nicht so viele. Aber es wird. So. 14 Minuten, ja, dann gieße ich euch halt 23 Minuten. Ja, kommt, dann gieße ich halt euch. So. Achtzehn Minuten. Okay, hier können wir noch den Weg einmal durchlatschen hier. Wir haben ja gar keine Zäune. Bei den Feldern sehe ich gerade. So, okay. Dann nehmen wir dann den hier. Ich finde den eigentlich ganz gut immer zwischen den Feldern. Ich finde, der passt so vermatschigt. So richtig Matschepatsche. Und noch einmal hier. Ich meine, klar, wir könnten die Diamanten jetzt auch zusammensparen für nächste Erweiterung und so, aber wir bekommen doch eh immer Diamanten. So, und einmal noch da. Wir sind schon bald Level 44. Und ich Level 36. Nice, 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 nice. So, das haben wir hier auch. Das nervt mich gerade jetzt hier. Wäre natürlich cool, wenn das nicht so viel Geld kosten würde. Ich meine, wir sind eh so arm. Hallöchen, guten Abend, Brezel. Na, auch in die Sucht verfallen von Farm Together 2. Wahrscheinlich, oder? Wir suchten alle irgendwie. Ganz schrecklich. Ach, wie das hier stört. Einfach das scheiß Eis da. Das nervt so tierisch. Aber gut, durch Sachen anbauen haben wir uns etwas erspart. So, Sommer haben wir auch. Ja. Ja, das ist meine Farm bis jetzt. Etwas chaotisch. Aber finde ich schön. So, was haben wir da? Forelle. Okay, das war ein Clownfisch. Auch gut. Also das mit dem Eis, mit dem Schnee. Die Sucht kickt an, das wird halt schon 30 Stunden.
Ach, das ist lieb, Dankeschön. Im Moment ist eher alles ja noch chaotisch bei mir. Ich wollte es eigentlich strukturiert, aber es ist gemischt. Ich möchte meine Farm gern vollstellen mit ganz vielen Sachen, so viel wie möglich. Aber Level 71 bist du, wow. Na, da fehlt mir noch auf so richtig hohe Level. Ich möchte jetzt nicht alles hier voller Gras, denn so viel Geld habe ich auch noch nicht. Ja, nicht genug Platz, schon klar. Ah, da ist was fertig. Schnell die Himbeeren einsammeln. Und den Kaktus. Gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen für Gras. gucken wir mal nach oben. So. Jetzt stehe ich hier im Weg, ob hier irgendwas fertig ist. Braucht ihr? Habe ich. Nee, ich habe kein Getreide. Ich muss warten. Okay, da habe ich auch nichts. Ach so, bei dir ist alles so verteilt, okay? Ja, bei mir hier auch. Ich habe hier vorne, eigentlich sollten die Blumen nur so Deko-Sache sein. Darum ernte ich die auch selten, weil die sehen einfach schön aus, wenn sie so geblüht sind. Aber ja, es ist ja. Oh ja, ich liebe auch tatsächlich mein Layout von meiner Farm. Ich bin auch sehr überrascht, denn eigentlich bin ich sehr unkreativ. Aber es steckt auch schon Zeit drin. So, jetzt warten wir mit dem Anbauen hier. Ah, die Kartoffeln sind auch fertig. Yay, endlich. Was ein bisschen einfach nur nervt, ist die Sprit-Sache mit dem Tanken. Aber es ist okay. Man kann damit leben, mehr oder weniger. Ja, die Sprinkler kosten halt Geld. Man bräuchte so viele Medaillen hier. So, was baue ich hier jetzt an? Nehmen wir. Moment, nehmen wir. Nee, das ist jetzt zu teuer. Kirschtomaten. Ja, komm, nehmen wir den violetten Mais. So. Okay, jetzt geht es, glaube ich, gerade mit dem Geld noch so halbwegs aus, oder? Okay, und das eine fällt noch. Gut, okay. yay, ich habe wieder. Ich seid wieder fertig hier. Stufe 18. Ja, stimmt. Es kostet zwar zwei so ein Sprinkler-Ding, aber ich meine, das bewässert so geil das Feld. Ich meine, 3x3, ne? Das war im ersten Teil so blöd gemacht. Also ich bin schon froh, dass ich hier die Sprinkler habe. Was haben wir? Gelbe Tomate haben wir hier angebaut. Habe ich. Okay, da geht noch was. Habe ich irgendwelche Tomatchen hier? Ja, nehmen wir mal die. Also ich habe halt nicht so viele Felder angebaut. Es gibt ja genug Leute, die ja komplett alles anbauen irgendwo und weil Effizienz und dort und da.
Aber nee, ich baue schön nach der Reihe einfach. Kokosnuss ist fertig. Bananen. Ich baue halt so nach der Reihe. Eins nach dem anderen. Und ich war schon so oft pleite, aber die Bäume tatsächlich, die retten mich immer aus meinen Finanzen. Problem. Die retten mich immer. So, was ist sonst noch so fertig? Ja, komm, du kannst. Uiuiui. Okay, das war's mit meinem Geld wieder. Aber das ist so cool, dass wir jetzt hier keine Tierkosten sozusagen mehr haben mit dem Geld einfach. Und so Kartoffel. Hier auch. Wo habe ich denn noch Kartoffeln? Ach so, da. Ah, okay, von da hinten. Ja, stimmt, ja, das ist also die Bäume, ja, die retten wirklich einen den Arsch, wortwörtlich. Ich hatte 81 Goldmünzen und dann habe ich die Bäume geerntet und hatte wieder ein paar tausend. Einfach ein Segen. Okay, ich kann mal wieder einen Sprinkler kaufen. So, jetzt gehe ich mal zu meinem Tank hin. Ja, nur mit den Tankstellen, das nervt ein bisschen. Ich meine, du bräuchtest 50 mindestens von diesen Tankwegen hier. Es wäre cool, wenn es davon große geben würde. Sind die fertig, die Bäume da? Nee. Doch, die sind. Ah, okay, die sind fertig. Ja, die holen wir uns. Oh, das war falsch. Aprikosen. Dachte ich es mir doch, das ist fertig. Na komm. Apfelbaum, du kommst jetzt auch mit. Wie viel habe ich? Ja, da geht jetzt einiges an Obst. Das macht so viel mehr Spaß als der erste Teil. Echt Wahnsinn. So, schnell noch die. Ich meine, du bist nie richtig pleite. Das ist cool, wenn du die Bäume hast. Wenn du keine Bäume anpflanzt und du bist pleite und du hast nichts, ja, dann ist es die Arschkarte. Birnen, okay, Birnen gehen tatsächlich auch noch. Wie viele Zitronenteile habe ich? Okay, das geht auch noch klar. Ich meine, wenn man guckt, ich hatte auch wieder kaum Kohle irgendwie so, ne? Ein Hoch auf die Bäume! Ich finde die Zitronenbäume so schön, wenn die so leuchten. So, das haben wir auch. Ja, kommt ja eine Kokosding da. Kommst auch noch mit. Wo war? Ach so, da habe ich's. Wo sind jetzt eigentlich meine Trauben? Da sind sie. Ob sich die noch ausgehen da? Ja, okay. Glück gehabt. Glück gehabt. Gut, dass wir mal irgendwas anbauen. Perfekt. Yay, Rose Farm, Stufe 44. Ja, geilomatico.
Yay, Feigenkaktus. Ah, da habe ich erst 9. Weil der kostet zu viel. So, jetzt muss ich gucken, wo ich das Sprinkler als nächstes am besten platziere. Ja, am besten hier weiter. Einmal da. Einmal hier. Und tatsächlich einmal da. Okay, 2 fehlen mir noch hier. Dann ist auch das Feld fertig mit Sprinkler. Und dann kommen die da vorne dran. Quest, was haben wir? Okay, 10 gibt es. 6, das ist schon viel. Rüben. 80 Stück. Kann ich die noch schnell anbauen? Ja, also schnell los. Schnell, schnell, schnell. Bestellen die Rüben. Siebenundzwanzig. Ja, stimmt, die Blumen auch, ja. Ich sag nur Farm Together 1, die orangefarbenen Gerberas. Ach, was die an Geld brachten und XP immer nach 7 Tagen. Wahnsinn. So, was haben wir sonst noch fertig? Ja, da oben ist auch irgendwas fertig. Ah, das sind meine Lieblinge. Aber ich kann euch nicht füttern. Denn ich habe noch kein Getreide, da müsst ihr warten, meine Süßen. Leider. Oh, ja, hier haben wir auch wieder Eier. Wie viele? Okay, da kann ich noch welche nehmen. So, Roggen, wie lange brauchst du eigentlich noch? 23 Minuten, auch gut. 11 Minuten. Dann gibt es wieder Getreide für euch. Sehr schön, sehr schön. Also die Gerberas waren doch eigentlich, die waren doch die lukrativsten Blumen eigentlich in Farm Together 1, diese Orangenen. Gut, sie brauchten 7 Tage, aber wenn die auf einem hohen Level waren, boah, du hattest so viel und so schnell Billionen zusammen. Ich muss mal zur Stadt. Ich habe schon wieder alles voll hier. Ja. Und auch ein bisschen Birnen weg. Haben wir da auch noch irgendwas? Ja. So, das reicht, denn wir haben viele Schweine, die Hunger haben. Da haben wir nichts. Gemischtwarenladen, wie sehen wir da aus? Ja, weg mit den Eiern. Da sind wir jetzt auch wieder pleite. Moment. Na, gehen wir mal zum Fischmarkt. Okay, da. Okay, Geld, kein Geld mehr. Ja, gut, weg jetzt mit den Birnen. Nee, Lagerhaus und sowas brauche ich jetzt echt nicht. Pilze. Weg damit. Und tatsächlich. Bäckerei. Ja, nur so ein paar Bärchen. So, perfekt. Gut, dann wieder zurück zur Stadt. Dum-dum. Nein, ihr werdet garantiert nicht geerntet. Ihr seid nur für die Optik. Und darum spiele ich ja auch gerade im Offline-Modus. Ich meine, ich könnte zwar online spielen und eingeben, dass man nicht die Blumen ernten darf, aber nee.
Dann bleibe ich lieber im Off. Ich muss es bestimmt füttern, oder? Ja, okay, in einer Minute. Auch nicht schlecht. Sollte schnell mal die Nüsse holen. Und natürlich wieder tanken. Ach so, du hast den ersten Teil quasi aufs... Okay, gut. Schon länger her. Naja, macht ja nichts. Der zweite ist sowieso viel cooler. Also ja, Blumen gaben so viel auch an XP und so, aber diese 7-Tages-Blumen, ja, 7-Tages-Blumen, die waren wirklich der Hammer. Wobei wir hier bis jetzt noch nichts so haben, was so lang dauert. Aber ich vermisse es, wenn die Diamanten pflanzen irgendwie. Ich vermisse meine Diamanten pflanzen. Und die Farmhelfer. Okay, da ist wieder was voll. Egal, wir brauchen das Geld. Also ja, ich vermisse meine Farmhelfer. Endlich haben wir hier... Ernsthaft. Ich bin gespannt, was sie noch so einfügen. Nee, also ich habe schon gleich am Release-Tag gesagt, ich vermisse die Pflanzen mit Diamanten und so, ne? Ah, die waren schon toll. Die waren schon toll. Na komm, gib her den zweiten. Wir sind, glaube ich, auch eher die wenigen, die dich vermissten, habe ich das Gefühl. Also, ich fand die super. Also ich fand die echt super. Ich bin gespannt, ob sie sowas wieder einbauen möchten oder nicht. Da habe ich einmal Getreide und was macht ihr? Ich gehe gleich wieder jede Menge, ja, jede Menge gleich mal wieder essen. Gibt es ja nicht. Hier neue Stufe. Wie lange braucht die eigentlich noch? 13 Minuten, eine Stunde, 48 Minuten und 2 Stunden. Okay. Zwölf Minuten. Gut, da gieße ich euch jetzt nicht. Ah, ihr werdet mitgenommen. Ihr werdet mitgenommen hier. Okay, jetzt muss ich auf die Rüben warten und auf... Auf was muss ich noch warten? Moment. Quest. Okay, hier auf die Hühner. Okay. Hier auf den Kaktus und die Hühner. Ja, Forellen, da haben wir noch nichts. Okay. Die scheiß Forellen. Hauptsache Clownfische ziehen wir immer raus. Ja, Obst ist auch schon... Ne, Bier, Bienen sind auch schon wieder voll. Egal jetzt. Wir gehen eh gleich wieder in die Stadt.
Ja, ich auch. Und ob es neue dazu gibt und so. Und auch die Events. Ich bin so auf die Events gespannt, was sie sich einfallen lassen, weil bei Weihnachtsevent und Halloween oder ob wir diese alten Halloween-Pferde zurückbekommen. Und generell, was für Tiere uns noch erwarten. Ja, die haben auch noch drei Apfelbäumchen. So, wo haben wir noch irgendwas? Ah, die da vorne habe ich noch. 27 Minuten dauern noch die Paprika. Vor allem sehen unsere Bäume jetzt nicht mehr nach Plastikbäumen aus. Ja, ihr seid jetzt voll, aber egal jetzt. So, dann ab in die Stadt. Aber ich muss auch sagen, ich vermisse einfach meine Läden, wo ich die Früchte verkaufen kann, einfach so. Ja, komm später zurück. Und das war's auch. Na, komm, ein bisschen geht noch. So. Perfekt. Haben wir Quests? Nee. Also ich vermisse auch, wo wir für Sachen verkaufen können einfach. Ja, die Eier können auch weg. Perfekt. Oh, was haben wir sonst noch? Ja, okay, Fisch hätten wir noch zum Verkaufen. Okay, komm später wieder zurück. So, was steht sonst noch an? Ah, die Zitronen können wir auch. Haben wir noch ein bisschen was? Ja. Okay, gut, dann zurück zur Farm. Was macht das Getreide? Okay, jetzt kann ich euch eigentlich wieder füttern da hinten. Gleich mal neuen weg. So, Eierchen. Also ihr seid jetzt mal gefüttert da vorne. Ja, ihr braucht auch noch jede Menge. Wie viel habe ich noch? 29. Okay, es geht sich auch noch knapp aus. Wie viel habe ich eigentlich von diesen goldenen Hühnern? Keines noch. Okay. Na, werden wir gleich ändern. Ach so, es ist genug Futter vorhanden. Also, Events bin ich gespannt und was sie noch sonst noch zurückbringen werden. Warum bekomme ich keine Forellen raus? Aber okay. Ihr braucht auch. Ah, ihr habt, okay. Gut. Yay, der lila Mais ist fertig. Das kommt gerade richtig. Fürs Getreide. Sehr gut. Jetzt werde ich mir diese goldenen Hühner mal kaufen. Da bauen wir jetzt aber kurz mal nichts an, weil da werde ich wahrscheinlich gleich pleite gehen. So. Wie lange brauchst du eigentlich noch hier? Okay, 10 Minuten. Euch hole ich auch erst dann. Bis ich da jetzt nicht, bis ich pleite bin und dann gibt es wieder Geld. So, wo setze ich dir am besten jetzt hin? Ich wollte Tiere eigentlich so schön nebeneinander haben.
Oh. Okay, das ging ja bis hierher. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir auch So, jetzt haben wir die auch. Wie viel habe ich davon? 12. Okay, das reicht bis jetzt. So, jetzt kriegt ihr auch mal einen Zaun hin. Hierher. Da ist es her. Jetzt haben wir auch mal solche Hühner. Hier lassen wir offen, wenn ich von dieser Seite laufe. Und hier auch. Ja, okay, hier machen wir zu. Ja, hier lassen wir auch offen. Dann müssen wir nicht immer drüber krabbeln und so. Gut. Dann holen wir. Ja, jetzt kann ich euch. Ich habe jetzt Essen für euch, meine kleinen Hühner. Esst so viel Getreide, wie ihr wollt. Yay, Quest abgeschlossen. 11 Medaillen gerade bekommen. What the hell? Schön. Wie viel Gemüse haben wir? Na, Gemüse ist auch nicht mehr so viel. Okay, aber hier ist das voll. Euch geben wir auch was. Jetzt kann ich hier endlich auch mal Sprinkler hin platzieren. Yay! Sehr schön. Gut, dann ist das jetzt auch mal voll mit Sprinkler. Juhu! Dann geben wir jetzt einfach eins noch hierher. Da und ein tatsächlich noch hierher. Es wird langsam mit den Feldern und mit den Sprinklis. Super. Na, hier fehlt auch noch Zaun tatsächlich. Ja, die Bäume passen da jetzt überhaupt nicht rein, aber egal jetzt. Was habe ich sonst noch so fertig? Ja, die Schweinchen vorne. Was setzen wir hier rein? Ich würde sagen, wir setzen hier. Tja, was setzen wir da rein? Mal gucken, was brauche ich denn hierfür? Zucchinis. Ja, kann ich gerade nicht anbauen. Auberginen. Ja, setzen wir hier mal Auberginen rein. Das wird. Ah, ich glaube, die 1000, alter Schwede, nee, das geht sich mit Geld jetzt nicht aus. Ja, nehmen wir hier mal Kichererbsen. Auch das wird mit der Kohle gerade sehr knapp. Aber sowas von. Ah, dann nehmen wir noch. Was dauert noch 3 Stunden? Okay, das war ein Fehlkauf. Das war ein Fehlkauf, aber egal. Aber so. Soweit, so gut haben wir das jetzt hier. Nee, doch Wassermelone. Ja, okay, 6 Minuten, das ist ja auch fertig. So, euch ernten wir auch noch schnell. Und auch die Tiere retten uns auch sehr viel. Okay. Aber Leute, das war's jetzt erstmal. Ich muss leider wieder sehr früh raus. Mein freier Tag ist vorbei heute Sonntag. Ich wünsche euch noch einen super Abend und vielen lieben Dank fürs Folgen und dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch etwas inspirieren vom Farmbild her. Wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht, Leute. Ciao.